Herzlich willkommen bei Wetter Online. Wer es noch nicht getan hat, der sollte allmählich mal Mütze und auch Schal suchen und vielleicht auch mal die Reifen wechseln, denn spätestens ab Mittwoch wird es kälter. Am Dienstag sieht es in der Südhälfte nach Nebelauflösung noch mal mild und sonnig aus. Aus Norden ziehen dagegen dichte Wolken mit etwas Regen auf, die schon am späten Vormittag eine Linie vom Ruhrgebiet bis nach Berlin erreichen. Am Mittwoch wird es dann mit Höchstwerten unter 10 Grad überall spürbar kühler. Ein kräftiger Wind, vor allem in der Nordhälfte, lässt das Ganze dann ziemlich ungemütlich erscheinen. Oft wechseln sich Sonne, Wolken und einzelne kräftige Schauer ab. Dabei mischen sich in den Mittelgebirgen ab etwa 800 Meter Flocken unter. Etwa südlich der Donau bleibt es ganztägig trüb und regnerisch. Auch an den Folgetagen erwärmt sich die Luft kaum über 10 Grad. Nachts sind es oft Werte um oder nahe 0 Grad. Der Wind lässt nach und zunächst überwiegt ein Wechsel aus Sonne und Wolken. Am Donnerstag und am Freitag sieht es häufig trocken aus, am Wochenende wird es dann aber überall wieder nasser.